Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte und wir sind bereits in Folge 215 gelandet. Und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier, bevor wir Stroh weitermachen, erstmal den freundlichen Kollegen leer. Und es sieht auch bald danach aus, als wenn wir dann den Roadtrain auch mal leer machen müssten. So, ich würde sagen, ich mache ihn jetzt erstmal leer. Das geht hier noch locker rein. Dann stelle ich ihn mal an den Roadtrain ran und in der Zeit machen wir mal die anderen Drescher leer. Und dann gucken wir mal, was wir wegfahren müssen und was nicht. Also ich schätze mal, wenn wir noch den anderen dann sozusagen in Rente schicken oder ihn hier in Rente schicken. Rente ist falsch, ne? Aber in Feierabend schicken, weil ihr seht, die Bahnen werden jetzt hier erheblich kürzer. Dann brauche ich hier nur noch einen Überladewagen, ne? Der Roadtrain kann auch eine Ecke dichter rankommen dann wieder. Dann passt das alles. So, noch ein paar Prozente ist er hier durch, sage ich doch. Wir fahren aber stumpf rückwärts. Der klickt jetzt ein bisschen ein. Das macht aber nichts, weil wir fahren jetzt eh dann vorwärts weg. Ich werde ihn jetzt mal zum Überladen noch ranstellen und dann werden wir uns mal um die anderen Drescher kümmern. Der Maisdrescher ist schon wieder voll und der Sonnenblumen ist bei 93, jetzt 94%. Also das passt alles genau vom Timing her. Kriegen wir alles genau hin. So. Hier ein bisschen rancruisen. So. Läuft. So, wir skippen. Ja, ich würde sagen, den freundlichen Kollegen, den machen wir dann mal gleich leer. Oder zum Teil leer. Und dann ist gut. So, oh, diesmal steht er in der Frucht. Das heißt, wir müssen dabei bleiben. Großer Vorteil diesmal, wir kriegen ihn, wo es aussieht, noch leer. Aber dann können wir ihn auch gleich wegbringen. Also wir haben auch ziemlich was zum Abfahren heute. Ja, hier muss ich fast beibleiben, weil er dreht und ist halt gleich steht er wieder im Weg, ne? Will auf jeden Fall den Sonnenblumendrescher auch noch gleich leer machen. Und dann fange ich an, die Sachen abzufahren, anstatt die nächste Ladung Stroh zu machen. So, ne? Klein bei klein. Er wird jetzt nicht hundertprozentig voll. Er dürfte ein paar Liter fehlen. Ja, das macht aber nichts. Ich mache hier auf jeden Fall schon mal die Klappe zu. So, jetzt sollten wir nicht im Weg sein. Da ist der Abfahrer. Mal gucken, in welche Richtung stehe ich. Richtig rum, da sollte auf jeden Fall die kürzere Route sein. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt hier eingestellt, wie oft der hier vorgewendet fahren soll. Wow, was ist das? Ruhig, ruhig, LKW, was ist los? Also, ihn müssen wir auf jeden Fall noch nicht abfahren. Den haben wir auch vor ein paar Folgen jetzt abgefahren. Das ist also nicht das Problem. Wir müssen auch zwischendurch mal gucken, ob wir noch was anderes abfahren müssen. Nämlich, ob was mit der Milchproduktion ist, was mit der Biogasproduktion ist. Das müssen wir nämlich auch noch machen und ob die Biogasproduktion auch noch läuft. Obwohl, da können wir momentan nicht viel dran ändern, weil wir haben nicht unbedingt normale LKWs frei und mit dem Roadtrain sehr schwer da was hinzubringen, muss ich sagen. So, wir gucken. Da sind die Drescher. Der interessiert nicht. Ihn hier kann ich aussteigen, hier reingehen, weil ihn wollten wir ja wegbringen. Das passt also dann, ja? Dann würde ich sagen, drehen wir doch hier gleich mal eine Runde bei. Fahren vom Feld und fahren ihn nach Hause. Dann werden wir uns auf jeden Fall eine Runde um in einen Überladewagen kümmern. Der wird dann mal eine Runde nach Hause gehen und dann müssen wir einen Roadtrain noch leer fahren. Wow, ich weiß nicht, was wir heute haben. Die sind alle voll am Rumwackeln auf einmal. Hier denn los? Ja, aber wie gesagt, erstmal muss er jetzt hier zurück ne, entladen werden. Mais ist auch schon wieder zu 40% voll. Das heißt, wenn wir wieder da sind, können wir ihn wahrscheinlich auch gleich schon wieder ranfahren, dass er ihn wieder leer macht. So sieht es wohl aus. Aber wir schauen mal, was wie wann wie schnell geht. Gehen wir hin.
So, ich werde euch mal langsamer. Ich habe Bremsen gesehen, weil hier in der Kurve, hier haben wir schon mal sogar einen Auflieger verloren schon. Ich habe wahrscheinlich aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt, das ist eine andere Geschichte, aber der hätte uns fast überholt, unser eigener Auflieger. So. Wow, 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 was ist hier los? So. Klappen dürfen jetzt schon mal von alleine aufgehen. Tun sie auch. Raus mit dem guten Zeug. Und dann wollen wir ja rüber. Gucken, ob wir es hier geregelt kriegen. So, die letzten Liter raus da. Mais wendet gerade, der ist schon über 82%. Bis wir da sind, ist der garantiert voll. Dann können wir gleich die nächste Ladung abpumpen. Oder vielmehr, er kann es überpumpen, schon überladen. Ne? So. Ach, immer ist da kein und was, aber es ist immer die Fahne. Wow, jetzt fangen hier auch schon richtig an zu schlackern. Gut, dass unser Streifen hier so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten gibt. Ne? So. Wollen wir mal gucken. Das läuft, würde ich sagen. Hier sind wir schon und hier können wir ihn schon wieder leer machen und wir müssen auch gleich wieder zur Seite fahren. Wow, okay, also wir sind hier gut beschäftigt und ich würde sagen, das wird auch nicht viel besser werden, weil der Weizen ist auch wieder voll schon, den müssen wir auch wieder leer machen. Sonnenblume ist bei der Hälfte, aber wenn wir den Roadtrain noch wegbringen müssen, dann ist der Part eh durch und ist Sonnenblumen eh schon wieder voll und auch Mais hier ist dann schon wieder voll. Selbst Weizen ist dann wieder voll, alles halt. So. Die 13.500 sind gleich draußen, sehr schön. Fahren jetzt einfach ein Stückchen rückwärts, weil dann sind wir schon nicht mehr im Weg. Sehr gut. So. Da müssen wir nichts mitmachen. Jetzt kommen die Überladewagen dran. So, hier steht der Weizenpart schon. Hier steht der Überladewagen, der noch Platz hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel drin ist. Aber wenn ich jetzt ihn hier überlade und damit an den Roadtrain ranfahre, dann ist er definitiv voll. So weit gefahren, ich weiß, schon gesehen. Deswegen können wir jetzt ihn hier nehmen. Falsch. Ihn hier nehmen. Mann, ich laufe schon wieder falsch. Der kriegt jetzt Feierabend. Aber es lohnt einfach nicht mehr, wenn die Bahnen hier immer kürzer werden, dass wir uns mit dem hier noch mit zwei Wagen rumquälen. Da weiß er gar nicht, welchen man nehmen soll dahin. Deswegen werden wir ihn drüben auf unseren Standardparkplatz auf der Wiese mit den anderen mal eine Runde beieinander stellen. Da passt das schon. So. Da stehen die anderen momentan nicht genutzten Fahrzeuge ja auch. So. Du bist durch. So, du hast 42.000 Liter drin, das ist ordentlich. Damit sollten wir jetzt den hinteren Teil vom Roadtrain auf jeden Fall voll kriegen. Ich werde das Rohr schon mal rausfahren. Und dann werden wir mal den Roadtrain leer bringen. Hier steht auch schon unsere Ladung Stroh. Ja, also wir haben hier sehr viel zu tun, muss man sagen. Aber so muss das ja auch sein. So, ich weiß gar nicht mal, ich glaube, so super viel geht da gar nicht mehr rein. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn es jetzt selber 94, ne, 96, 97,
Er dürfte jetzt gleich hier voll sein. 99%, es dürfte jeden Moment der Road Train voll sein. Ja, da ist er voll, so simpel ist er. So, ihn lassen jetzt hier stehen. Rohr raus. Rohr rein, wollte ich sagen. Dann in den Road Train. Im Road Train machen wir jetzt hier sämtliche Klappen zu, wie ihr seht. So, alles schon zu. Motor an. Und dank unserer Breitreifentechnik hier, ne, haben wir extra breite Reifen drauf. Kriegen wir ihn auch hier in Gang. Und dann werden wir uns jetzt zum Lager begeben und dann werden wir erstmal das gute Zeug einlagern hier. Weiß nicht, wie viele Millionen Liter wir überhaupt einlagern können in unserem Lagersystem. Ich hoffe eine ganze Menge, weil so langsam kleckert es sich. Das ist natürlich auch eine hervorragende Ladung hier in den Weizenpart, um dann nachher schön eine Runde Dünger draus zu machen. Eine Runde Saatgut draus zu machen, wenn wir das wollen. Ne? Das geht alles. So. Hier vorne sehen wir schon die Einfahrt, sehr schön. Können wir schön eine Runde rumziehen. So, ich werde ihn jetzt rauffahren hier. Ich werde den ersten Ladevorgang starten. Der dauert ja bei den 40.000 Litern doch ein kleines bisschen, weil ich habe das ja schon mal gezeigt. Weil er es ja über die Kornschieber hier macht, ne? So. Und deswegen schalte ich jetzt einmal durch, weil ich gesehen habe, dass... Ich war zu voreilig, dass der Sonnenblumenkollege der Mais hier auch, nämlich exakt jetzt, und die Sonnen- und der Sonnenblumenkollege beide voll sind. Das heißt, sie wollen natürlich noch eben schnell hier drunter fahren, dass sie weitermachen können. So, mal raus mit dem Zeug. Und er muss sich seinen Kollegen auch eben wieder suchen. Den fahren wir auch so hinterher, wie wir jetzt gerade stehen. Das passt ja auch noch locker rein. Da passt auch noch eine weitere Ladung rein. Das ist alles okay. So, ich muss das hier ein bisschen großzügiger fahren, weil sonst fängt er an zu schlackeln und dreht sich ein. Und das ist nicht wirklich ein schöner Anblick. So, da vorne steht er. Der macht, glaube ich, 140 Vorgewende oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was ich da eingestellt habe. Ich weiß gar nicht, ob mehr wie 6 gehen. Bin mir gar nicht sicher. Wenigstens wird er ihn hier noch in Ruhe leer pumpen. So. Dann raus mit dem Zeug. Und unser freundlicher... So, wollen wir ihn da stehen? Hier. Der kann sich im Prinzip auch schon auf den Weg machen und den Drescher suchen. Da hinten findet er ihn ja schon. Der stand ja ein bisschen weiter weg, jetzt weil wir zum Roadtrain gefahren waren. Da fahren wir jetzt natürlich jetzt hier auch eine Runde rüber, weil der dürfte jetzt auch jede Sekunde voll sein, wenn er jetzt nicht schon voll ist. Ne? Er ist jetzt in diesem Moment voll. Ah, wir müssen sogar dabei bleiben, weil er kurz vor der Wende ist. Das geht sonst fatal aus, weil dann stehen wir im Weg. Das machen wir natürlich auch im Kurz. So, raus mit dem Zeug. Und da müssen wir den Roadtrain weiter leer machen. So simpel ist es. So simpel ist das. Schalala. Dann gucken wir mal. So, ich fahre ein Stückchen zurück, also das ist okay. Hier würde er sofort den Wendevorgang, die Wende einleiten und wir werden sofort hier ein bisschen aus dem Weg fahren. Wir können eh ein Stückchen in die Richtung fahren, weil er muss jetzt ja eh erst wieder voll werden. Das heißt, wir werden eh auf dieser Seite des Feldes das Ganze dann sehen. So, dann heißt das jetzt fix zum Roadtrain, da sind wir. Wieder an und den nächsten leer machen, sonst kommen wir natürlich nicht schnell genug wieder zurück. Das werden wir jetzt noch eben durchziehen müssen hier. Ne, die 100
in die 30.000 Liter. Die müssen hier raus und er muss wieder zum Feld 34 zurück. Jetzt hilft uns der beste Überladewagen nichts. So, bei 100.000 ist der leer. Der nächste Waggon wird ungefähr genauso lange dauern. Und der letzte, obwohl mehr drin ist, wird schneller gehen, weil er hinten die Klappe komplett aufmacht. Diese Varianten arbeiten jetzt über den Kornschieber. Der Kornschieber ist halt maximal so breit wie der Abstand zwischen den Reifen. Weil zwischen den Achsen halt dann das Loch ist, damit es reinfällt und damit es nicht auf über die Reifen geht, logischerweise muss es schmaler sein. Ne? So, das ist auch. Und jetzt muss ich sehen, dass ich im Blick hinkriege, dass ne, der mit Roadtrain hier laden und entladen ist nicht so einfach. Weil man halt nicht so weit raus scrollen kann, dass man sich den von hinten angucken kann. Wenn ihr jetzt hier seht, nein. Ne? Leider nicht. Aber mit dem Abladen hier sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und natürlich ein Teilen wäre auch super. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen, Kommentare, Mod-Ideen habt oder sowas oder auch noch andere Sachen habt, sagt, ich möchte gerne die Karte sehen oder da habe ich gesehen, da ist eine neue Karte rausgekommen. Wie wär's denn davon, Let's Play macht? Schreibt es gerne in den Kommentarbereich rein. Ich gucke mir das Ganze gerne an, was ihr vorschlagt. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Dann sage ich vielen Dank an all die, die mich die ganze Zeit unterstützen. Vielen Dank an all die, die mich neu unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal.